Diese drei Designer haben alle die gleiche Aufgabe. Jeder von ihnen soll diesem Raum einen individuellen Look verpassen, ganz nach den eigenen Vorstellungen. Dabei sind ihren Ideen und ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das ist das Westwing Studio. Mein Name ist Mero. Ich bin Jasper. Ich bin Cindy und Interior Designerin beim Westwing Studio. Ich soll meinen Style umschreiben als ein Mix zwischen Klassik und Modern. Ich soll meinen Style umschreiben als modern, clean, aber mit einem Pop of Color hier und da. Ich würde meinen Stil als Modern Classic beschreiben, da ich gerne zeitlose Möbel mit modernen Eye-Catchern kombiniere. We gaan vandaag de zit- en eethoek inrichten. Met kerstelementen. Da Weihnachten bekanntlich das Fest der Liebe ist, soll der Raum am Ende natürlich Gemütlichkeit und Geselligkeit ausstrahlen. Kerst betekent voor mij warmte, gezelligheid, samen zijn met vrienden en familie. En dat heb ik ook geprobeerd in mijn ontwerp mee te nemen. Da ich den Raum kontrastreich und dennoch in neutralen Farben gestalten möchte, entscheide ich mich hier für einen hellen Fischgrätparkett. Als vloer kies ik een oude houten chateauvloer. Dit doe ik omdat je dan in een koude woning warmte aanbrengt. Voor de vloer en de muur kies ik een neutrale basis. Voor de vloer kies ik een Hongaarse punt. Voor de muren kies ik voor stierlijsten, zodat je een klassiek element toe kan brengen in de ruimte. Um einer Wand noch mal etwas Struktur zu verleihen, habe ich mich hier für eine Panelwand mit etwas breiteren Elementen entschieden. Auf der gegenüberliegenden Seite integriere ich eine Trockenbauwand, um die Wand noch mal etwas hervorzuholen, um einen Elektrokamin zu integrieren. Ich habe gekozen für ein Licht auf marmeren Open Haard, omdat dit goed contrast geeft op de warme houten vloer. Um het geheel wat stoerer te maken, kies ich ervoor, um de kozijnen van zowel de deuren als de ramen zwart te maken. En deze zwarte kleur laat ik terugkomen in de haard. Mit der Möblierung möchte ich ebenso Kontraste in Form und Farben schaffen. Für den Sethoek gebruik ich unsere Alba-Bank, unsere Jagger-Fauteuil und unser Shape-Floorkleid. Diese haben alle drei runde Formen und das steekt ab gegen die rechte Sierleiste. Omdat die Küche sich nicht in der Woonkamer befindet, habe ich dafür gekozen, um die Tafel so dicht möglich bei der Deur zu platzen. Auf diese Manier hau ich einen guten Doorloop vanuit der Küche nach der Tafel. En zorg je voor een rustige, logische indeling van de ruimte. De kleur van de Alba-bank is erg licht. Het is een lichte boucletstof en het steekt af tegen de houten vloer. Zo wähle ik ook als contrast zum Couchtisch Leslie einen organischen schwarzen Beistelltisch. Hallo, ich bin Tina. Wenn auch du mal nicht weiter weißt, wie du das Beste aus deinem Raum rausholen kannst, dann wende dich einfach ans Westwing Studio und gemeinsam entwickeln wir dein persönliches Interior-Konzept. Klick ganz einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Für die Kleure kies ich aardse Tinten, zoals dit groen, was ich teruglaat komen in het Ontwerp, was je ook heel erg terugziet in de planten en in de kerstboom. Was betreft die Kleur, kies ich für eine Kombination zwischen Braun und Schwarz, omdat dit ein klassiek Element ist. So habe ich die Sofa-Konstellation eckig und hell ausgewählt und als Kontrast dazu den Essbereich in runden, dunklen Farben. Ich kies für ein braun Dressoir mit einem Speelselement an der Vorkant, omdat dit gut afsteekt gegen die lichte Muur. Für den Sithoek habe ich gekozen für eine Kombination von Eetkamerstoelen und Sitbankjes. Das habe ich gedaan, omdat je hierdoor iets minder ruimte nodig hebt rondom de eettafel. In elke ruimte is licht natuurlijk een van de belangrijkste elementen. Vandaar dat ik kies tussen een combinatie van hanglampen, vloerlampen en wandlampen. Die Beleuchtung im Raum wähle ich auch eher dezent, um die Gemütlichkeit im Raum nochmal aufzugreifen. Deswegen habe ich hier nochmal zwei Wandstrahler zum Einsatz gebracht, die die Paneele nochmal in Szene setzen sollen. Mocht je niet aan de eettafel zitten, dann kann je de grote lamp uitlaten und kann je iets mehr Sfeer und Warmte toevoegen, door bijvoorbeeld alleen de wandlampen aan te zetten. Meiner Meinung nach passt diese eher auffällige Lampe in den Essbereich, da es einfach nochmal ein schöner Kontrast zu den geradlinigen Möbeln ist. Für den Sithoek gebruik ich eine Booglampe, die über die Bank hinkommt und dadurch verplaatsbar ist. Bei Kerst können natürlich Kerzen nicht ontbreken. Vandaar ich habe gekozen für eine Kombination zwischen verschiedenen Kandelaren auf dem Dressoir und auf der Beisetafel. Gerade wenn man sich für ein helles Designkonzept entscheidet, ist es immer sehr, sehr schön, auch einen Materialmix zu integrieren, gerade was die Kissen anbelangt. Hier habe ich Kissen gewählt, die nochmal verschiedene Materialien und Strukturen aufweisen. Und wenn auch ihr weihnachtliche Kissen shoppen möchtet, dann schaut doch gerne auf Westwing vorbei. Um wat meer groen terug te laten komen in het ontwerp, kies ik hier voor een grote serlicea. Deze heeft wat meer body, gaat wat meer de hoogte in en vult dus deze hoek in de ruimte mooi op. Om een goud element terug te laten komen en om de ruimte te laten vergroten, heb ik gekozen voor deze grote staande spiegel tegen de muur. Deshalb wähle ich auch hier einen abgerundeten Spiegel gegenüber des Kamins, um dem Raum noch mal etwas mehr Tiefe zu verleihen.
Voor de wanddecoratie kies ik tinten die je terugziet in het hele ontwerp. Zo komt de rode tint terug die je ook ziet in de bank en het groen wat je ziet in de tafeldecoratie, maar ook in de planten die je terugziet in de ruimte. Meine Wahl der Bilder fällt auch hier eher dezent aus und passen sich perfekt dem Farbkonzept an. Wat bij kerst natuurlijk niet kan ontbreken is een kerstboom. Vandaar dat ik hier heb gekozen voor een klassieke kerstboom met hedendaagse kerstballen erin. De ornamenten heb je in allerlei verschillende vormen, soorten, maten, van hakken tot hamburgers. En hierdoor kan je kerstboom heel persoonlijk en heel speciaal maken. Ik weet, het is etwas außergewöhnlich, maar ik entscheide mich hier voor een künstlichen schwarzen Weihnachtsbaum, der mit schwarzem Christbaumschmuck dekoriert is. Met diesem dunklen Baum möchte ich nochmal einen Eyecatcher im Raum schaffen, der den Kontrast nochmal untermalt.